Ich möchte heute reden über, ja, Angelockt und verführt war der Titel, mein Untertitel über Koevolution und Blümchensex. Ich hatte das große Glück, in meinem Studium am Botanischen Institut der Universität Wien eine sehr aktive blütenökologische Arbeitsgruppe zu haben. Und da hat sich dann ein Professor aus Mainz, Stefan Vogel, einer der großen Blütenbiologen des 20. Jahrhunderts, dann in seiner Pension auch noch nach Wien begeben, um da auch mitzuarbeiten, und hatte das große Glück, da ein bisschen lernen zu dürfen. Und von der Zoologie her, beim Hannes Paulus, auch einer der großen Bienenkundler, einiges mitzubekommen. Mich hat allerdings danach das Thema lange nicht mehr beschäftigt, bis ich hier bei Natur im Garten gelandet bin. Und dann geht es einem so, da wird man ein bisschen hellhöriger, und dann liest man so Artikel mit Kolumnen, wo dann zum Beispiel drinnen steht, ja, es ist doch so einfach, was für die Bienen zu tun. Man braucht ja nur einfach Blumenkisteln bepflanzen. Und so einfach ist es leider nicht. Das, super, es kommt. Danke. Dann gehen wir vor. So einfach ist es leider nicht. Hier sind ein paar so typische Wechselbepflanzungspflanzen, die schon einmal dadurch auffallen, dass sie eine besonders intensive Blütenfarbe haben. Das hängt damit zusammen, dass diese Pflanzen aus Gebieten kommen, wo es sehr heiß ist, wo sehr hohe, intensive Sonneneinstrahlung da ist. Das sind Pflanzen, die zum Teil aus Wüstengebieten stammen. Jetzt ist es so, dass die Farbe für viele Bestäuber wichtig ist. Das heißt, wenn ich so intensive Farben habe, kann schon das allein ein Grund sein, dass Bestäuber nicht kommen. Dann habe ich noch ein Problem sozusagen. Ich kann sagen, von diesen hier, die sind eh ganz gut brauchbar. Das hier, die Nemesia, ist vollkommen unbrauchbar. Zur Nemesia-Geschichte. Die Nemesia hat keinen Nektar. Sie appliziert den Pollen den Insekten so, dass sie nicht fressen können, wenn ein Insekt reingeht. Und daher geht bei uns kein Insekt rein. Bei der Nemesia ist es so, in den Wüstengebieten Südafrikas, wo die herkommt, dort wird sie bestäubt. Kein Mensch weiß von wem, das ist bis heute, sind die Bestäuber unbekannt, aber die sammeln dort aus und überleben dort. In Johannesburg im Botanischen Garten können schon handbestäuben. Ja? Und darum sind die Nemesien-Samen übrigens immer wieder teurer gewesen, bis jetzt die stecklingsvermehrten Klone da sind, jetzt sind Nemesien endlich leistbar. Die einzigen Nemesien, die früher leistbar waren, waren die Samenmischungen. Warum? Weil unterschiedliche Blütenfarben, die Bienen haben nicht kapiert, dass das eine und dieselbe Pflanzenart ist, und haben immer wieder mal probiert. Ja, und so kommt es dann auch zu einer Bestäubung mitunter. Ja, prinzipiell, das ist ein Bild, das ist hier von den Kittenberger Erlebnisgärten und zeigt eine Deichrose, und zwar eine, die es in Europa im Handel gar nicht gibt, nämlich Nufa ozarkana. Die wurde früher nicht unterschieden von der Art, unter deren Namen sie im Handel ist, Nufa advena. Die beiden unterscheiden sich dadurch, die ozarkana hat rote Staubblätter und die andere gelbe. Der Unterschied ist so groß, dass die gelbe von Bienen bestäubt wird und die blaue von Fliegen. Ja? Allein der Farbunterschied, ein bisschen Duftunterschiede gibt es auch. Ja? Also das ist alleine sind wir drin. Wir haben, wenn wir von der Evolutionsgeschichte her schauen, die ersten Blüten sind sogenannte Pollenblumen, wie bei der Clematis. Das sind Blumen, die keinerlei Nektar produzieren. Irgendwann haben dann die Pflanzen sozusagen den Nektar erfunden, und der war ein ziemliches
Erfolgsrezept, eine Erfolgsgeschichte. Warum? Pollen zu erzeugen ist teuer. Ich brauche viel Energie, viel Assimilate dafür. Und wenn ich damit noch die Insekten ernähre, für die Insekten ist auch wieder eine Geschichte, oder für die jeweiligen Bestäuber, dass sie den Pollen auch wieder zerlegen müssen in Einzelteile. Im Nektar ist hauptsächlich Zucker drin, der ist für die Insekten sofort verfügbar, der ist ein super Treibstoff für den Motor sozusagen. Der Nektar hat aber den Blüten auch eins ermöglicht, nämlich immer engere Bindungen an Bestäuber einzugehen. Ja? Hier habe ich noch eine relativ weithin nutzbare Blüte. Da unten, das ist ein Leinkraut, aber genauso beim Froschboschel oder Bundesdeutsch Löwenmaul, kennt man ja nur mehr unter dem deutschen Namen, ist es so, dass ich sogenannte maskierte Blüten habe. Das heißt, da kommt nicht mehr jedes Insekt hinein. Also wenn es zu leicht ist, bringt es die Blüten nicht auf, zu klein und zu schwach. Wenn es zu groß ist, passt es nicht rein in die Röhre. Bis hin zu solchen Blüten, dann ganz enge Röhren, da brauche ich einen langen Rüssel oder in dem Fall einen langen Schnabel. Die Pflanze hat nämlich noch eine Besonderheit. Es sind Insekten rotblind. Es gibt kein Insekt, das rot sieht. Ja? Bitte, wer an den heimischen Klatschmohn denkt, der ist nicht rot. Weiß jemand, welche Farbe der Klatschmohn hat? Der ist ultraviolett. Wir sind ultraviolett blind, die Bienen sind rot oder die Insekten sind rotblind. Das gleicht sich wieder aus. Aber dieses Trophäa, Zigarrenblümchen, ist wirklich rot. Ja, also das heißt nichts für Bienen. Genauso wie sich die Blüten weiterentwickelt haben, haben sich natürlich auch die Bestäuber weiterentwickelt. Die ursprünglichen Bestäuber waren Käfer. Und erst durch den Nektar wurde es möglich, dass sich ganz andere Tiergruppen angepasst haben. Und da gibt es auch verschiedene sogenannte Gilden an Bestäubern. Es gibt die vollkommen unspezifischen, Käfer zum Beispiel. Hier der Rosenkäfer als einer der wichtigsten Bestäuber der Rose, ja, der Wildrosen. Ein Bockkäfer, ja, Wespenbock. Ohrwürmer. Trauerrosenkäfer, ja, auch ein Rosenkäfer wieder. Oder normale Schmeißfliegen, Florfliegen, Schlupfwespen, da auch eine Wespe, eine Falkenwespe. Wahrscheinlich eine Eumenide oder hier noch eine Schlupfwespe. Das sind Tiere, die sind vollkommen unspezifische Blütenbesucher. Viele von denen fressen sogar nicht nur Blüten, also ein Ohrwurm zum Beispiel, der frisst viel. Die besuchen halt mitunter auch Blüten. Ja? Also vollkommen unspezifische Blütenbesucher, die besuchen alle Blüten, zu denen sie Zugang haben. Und dann gibt es auch die, was man sagen muss, das Wichtige, was die alle eint, ist, der Blütenduft ist das Hauptattraktionsmittel. Also Blüten, die stark duften, tagblühend sind zumindest, die locken im Normalfall damit Käfer und Fliegen an, vor allem. Also so unspezifische Bestäuber und manchmal auch Kinder oder andere Menschen. Spezialisierte Blütenbesucher wie Schmetterlinge oder Vögel, die gehen mehr auf die Farbe, denen ist die Farbe wichtig. Ja? Hier ein paar Beispiele für Vogel- und Schmetterlingsbestäubte Pflanzen. Und dann gibt es sowas wie die Bienen, die Hautflügler. Ja? Also unter den Hautflüglern eigentlich die Bienen sind da die hauptsächlichen Spezialisten. Das sind zum Teil, mehr oder weniger Spezialisierte. Die Honigbiene zum Beispiel ist kaum spezialisiert. Das ist auch so ein Tier, das auf alle Blüten geht. Auf fast alle. Die kann selbst aus den Blüten Nahrung holen, die sie nicht bestäuben kann. Ja? Also das heißt nicht, dass ein Blütenbesucher unbedingt eine Blüte bestäubt. Ja?
im Obstbau, Erwerbsobstbau, konnte ich einmal lesen, dass die Honigbiene maximal 16% der wirtschaftlich nötigen Bestäubungsleistung schafft. Ja, das hängt damit zusammen, dass die Obstblüte eine sogenannte offene Schalenblüte ist und die Honigbiene ist ja eine Biene mit Vorratshaltung, die einzige in Europa mit Vorratshaltung. Das heißt, die dickt auch den Nektar dann ein, es wird Honig draus und das heißt, sie kann den Zucker auch in der Larvenaufzucht besser nutzen. Natürlich wird da auch Eiweiß gebraucht, es ist Pollen dabei, aber die brauchen nicht so besonders viel Pollen. Zumindest in der Zeit, wo die Obstblüte ist. In der Zeit sammeln die Bienen bevorzugt Nektar und natürlich auch ein bisschen Pollen. Aber nur die Pollensammler zu der Zeit setzen sich in der Mitte von der Blüte drauf, wo die Narbe ist. Die Honigbiene kommt von der Seite, sammelt von dort Nektar und Pollen, weil die muss nicht so viel Pollen sammeln wie andere. Anders im Spätsommer, und bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwas kaufen, wo bienenfreundlich draufsteht, im Spätsommer braucht die Honigbiene sehr viel Pollen, weil Pollen schwefelhaltig, eiweißhaltig, das Eiweiß brauchen die als Wintervorrat, ja, damit sie über den Winter kommen. Und wenn sie irgendwo ein Samenpackerl kaufen können, wo drauf steht pollenfrei bei Sonnenblumen, also pollenfreie Sonnenblumen, und dann steht dabei bienenfreundlich, brauchen sie das nicht zu glauben, gerade zur Blütezeit von Sonnenblumen sammeln die Bienen, die Honigbienen, wieder sehr viel Pollen. Die Hummel ist ein Staatenbildner ohne Vorratshaltung. Der David Olsen hat so schön geschrieben, eine Hummel mit vollem Magen ist 45 Minuten vom Hungertod entfernt. Die Hummel hat nicht gerade einen stromlinienförmigen Körper, das heißt, sie benötigt zum Fliegen besonders viel Energie. Sie braucht Nektar, Nektar, Nektar. Aber um diesen wohlgeformten Körper einmal aufzubauen, braucht es viel Eiweiß. Das heißt, die Larven brauchen Pollen, Pollen, Pollen. Möglichst eiweißreichen Pollen, möglichst daher leguminosen Pollen. Ja, weil die sind besonders eiweißreich. Das heißt, die Hummel muss für Larven und für sich selber unterschiedliches sammeln. Ja? Die Solitärbienen, das ist der größte Teil unserer heimischen ungefähr 680 Bienenarten in Niederösterreich, die Solitärbienen leben üblicherweise nur ganz kurz. Und darunter gibt es welche, die auf viele Blüten gehen, unterschiedliche. Und darunter gibt es aber auch welche, die nur auf ganz, ganz bestimmte Blüten gehen. Da gibt es welche, die eine ganz enge Blütenbindung haben. Beinwell-Sandbiene geht nur auf Beinwell, ist eigentlich auch keine sehr seltene Art. Ja, Beinwell gibt es eh fast überall. Aber schon die Spiralhornbienen sind sehr selten, obwohl die Art, an der sie sind, die sammeln ausschließlich an Winden. Diese Arten sind zwar häufiger, also Ackerwinde, Zaunwinde gibt es überall, trotzdem sind die Bienen selten, weil anderes im Leben Raum fehlt. Ja? Also diese Solitärbienen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die brauchen zur Larvenaufzucht wie die Hummeln extrem viel Pollen. Warum? Weil die haben keine Waben, ja? Das heißt, sie müssen Knödel machen. Und der Nektar lässt sich schnell schlecht in Knödelform bringen. Ja? Das ist also das Problem da. Umgekehrt gibt es bei den Blüten auch unspezifische. Unspezifische Blüten sind immer radiärsymmetrisch, also das heißt immer sternförmig. Und inklusive der Staubblätter und Blüten und Griffel, das ist wichtig, weil wenn die irgendwie gebogen sind, ist das auch schon ein Zeichen, dass die ein Insekt ganz auf einer bestimmten Stelle erreichen wollen oder einen Bestäuber, wo sie eben was hinbicken, wo der das nicht fressen kann.
Ja? Noch was, bei den unspezifischen Blüten sind in sehr vielen Fällen oder sagen wir in den meisten Fällen die exotischen Arten den heimischen kaum unterlegen. Ja? Sogar wenn es gibt zum Beispiel Bienenarten, die ausschließlich an gelbblütigen Korbblütlern sammeln. Ja? Und denen ist es wurscht, heimisch oder exotisch, hauptsächlich ist es ein Korbblüter. Ja? Unspezifische Pollenblumen, also die nur Pollen, keinen Nektar haben, gibt es einige. Die Tulpen gehören dazu, die Magnolien, die Kiwi oder die Herbst- oder alle Anemonen, nicht nur die Herbstanemonen. Ja? Also Anemonen sind reine Pollenblumen. Die sind sehr gut für viele Tiere, für viele Insekten, sind aber gerade zur Tulpenblüte für die Honigbiene dann uninteressant. Lotusblume, Feigenkaktus sind auch typische Beispiele von Pollenblumen. Bei der Lotusblume ist auch der Duft sehr typisch und stark. Mohnblumen, auch Pollenblumen. Hier gibt es aber auch schon Spezialisierungen. Hier sieht man, da sind sogenannte Saftmale vorhanden, die dem Insekt andeuten, herzeigen, da muss hin, da ist das Futter. Es gibt aber, wenn man schon beim heimischen Klatschmohn schaut, auch Pflanzen, wo das nicht der Fall ist. Und ein anderer heimischer Mohn, das ist Papava confine, heißt der, verkannter Mohn, der ist rein selbstbestäubend, der braucht die Insekten nicht mehr anlocken. Ja, also es können schon Insekten hinkommen, aber das kommt relativ selten vor. Und diese Mohnart blüht auch nur mehr am Vormittag lang. Wenn es besonders heiß ist, verliert er schon um 10 Uhr in der Früh die Blütenblätter. Andere Pflanze, reine Pollenblume, keinen Nektar, ist die Rose, und das ist gerade bei der Rose sehr kompliziert. Da haben wir, wenn man genau schaut, sieht man, dass da Blütenstaub da ist, dass der Pollen da ist. Unsere Rosen sind Hybridrosen aus mehreren Arten, hauptsächlich zwei chinesische Arten, die da sozusagen im Stammbaum präsent sind, die da besonders stark vertreten sind, aber auch einige heimische. Und die Geschichte ist die, dass viele Rosen keine Pollen produzieren. Das heißt, immer gefüllte Blüten, das ist das Problem, stimmt nicht ganz. So halbgefüllte wie hier, ja, da sieht man durchaus den Pollen, der ist die Staubblätter, die sind durchaus zugänglich. Aber viele dieser Rosen haben keinen Pollen mehr, und solche reinen Rosenpflanzungen sind in den allermeisten Fällen Bestäuberwüsten. Die allerbesten Pflanzen, um eine gute Bestäubervielfalt im Garten zu kriegen, sind jene mit frei zugänglichen Nektar. Auch unspezialisierte Blumen. Dazu gehören die Wolfsmilcharten, dazu gehören alle Doldenblütler, egal ob jetzt solche typischen Doldenblütler wie hier rechts, hier mit einer Fliege. Da haben wir übrigens auch der Marienkäfer frisst gern Nektar, wann er da erwischt. Also nur in diesen Blüten, die offen sind und freien Nektarzugang haben. Oder eben Doldenblütler wie die Edeldisteln, da findet man viel drauf. Da eine Sandwespe, deren Larven parasitieren an unterschiedlichen Insekten, manche Arten an Heuschrecken, manche aber auch an Spinnen, also nicht Insekten, oder gibt es unterschiedliches. Da sieht man, dass sehr viele unterschiedliche Tiere da sind. Die sind nett, das sind Dolchwespen. Auf die sollten Sie sich freuen, wenn die Maikäferbestände jetzt wieder zunehmen. Da ist es nämlich so, dass die Larven an Engerlingen parasitieren. Ja, ja, Tagvornauge kennt man eh, da wieder so eine Wespenverwandte, Honigbiene, Schwebfliegen. Also wir finden hier sogar Ameisen, wir finden hier die unterschiedlichsten Insekten. Ja, auch bei den Wolfsmilcharten, und da ist es völlig wurscht auch, ob das eine heimische Zypressenwolfsmilch, eine sukkulente Kanarenwolfsmilch als Kübelpflanze, einjährige amerikanische Schnee auf den Berge oder der sogenannte Zauberschnee. Ja? Eine exotische Wolfsmilchhybride, die jetzt als Balkonblume verwendet wird und wirklich bei Weitem die sinnvollste Balkonblume für Insekten ist.
von einer Vielzahl Laucharten gehören da auch dazu, ja, zeige ich immer ein bisschen mehr. Araliengewächse, egal ob eine Zimmeralie, die an milden Gegenden noch im Freien blüht, oder ein Efeu, sämtliche Weiden, der Schneeballen, da gibt es etliches. Seerose zum Beispiel gehört auch dazu. Die mit verborgenem Nektar sind auch noch sehr gut, aber da kommen jetzt nicht mehr alle Tiere zum Nektar. Das heißt, die Nektarfresser, die nur an den offenen Nektar kommen, wie der Marienkäfer, sind hier ausgeschlossen. Aber der Rosenkäfer ist hier noch dabei, Hummeln, Schmetterlinge, also da ist auch noch sehr viel. Also sämtliche Korbblütler sind super. Und wie gesagt, die Schalenblüten der Obstbäume können auch sehr vielen noch sehr vielen Insekten oder den meisten Blütenbesuchern Nahrung bieten. Die Schocke, Disteln sind überhaupt zu. Ja. Den meisten Insekten bei uns, außer denen, die auf Korbblütler spezialisiert sind, den meisten Blüten und Besuchern geht es genauso wie uns bei diesen Blumen. Ob das jetzt eine Pralenis ist oder eine Schwarzwurzel da oben, oder ein Kaktus, ein Medusenkaktus oder ein Tigerrachen aus Südafrika, ist denen wurscht. Ja? Oder hier Aster, eine heimische Bergaster oder die Delosperma Mittagsblume ist für die egal. Bei den spezifischen Blüten schaut es anders aus und bei den spezifischen Bestäubern natürlich auch, denen ist es nicht egal, die sind auch Einzelnen. Und da gibt es, die sind häufig zygomorph, also mit nur einer Symmetrieebene und für heimische Arten extrem unterschiedlich brauchbar. Die Windblumen zeichnen sich dadurch aus, dass sie möglichst hoch hinaufragen oder irgendwo sind, wo der Wind gut hinkommt oder eben vor dem Laubaustritt blühen. Man sollte glauben, Windblütler sind für Insekten als Blütenbesucher kaum interessant, stimmt nicht ganz. Die, die sehr früh Kätzchen haben, die Hasel zum Beispiel, ist für die Honigbiene sehr wichtig, weil da ist noch die Zeit, da ist es noch winterlich, da kommen sie aus der Winterruhe sozusagen und müssen sich wieder Vorräte anfressen. Und da ist der Pollen für sie extrem wichtig. Das heißt, solche Kätzchenblüten werden dann auch besucht, auch wenn die Honigbiene nicht der Adressat ist. Dann gibt es die Schmetterlingsblumen. Schmetterlingsblumen sind stieltellerförmig. Was heißt das? Sie haben eine flache Landefläche und dann eine relativ lange Röhre nach unten. Ja? Das heißt nicht, dass die ausschließlich von Schmetterlingen besucht werden, auch langrüsselige Hummeln und andere Wildbienen können da hinein zum Teil, aber der Hauptbestäuber, der wichtigste für die Pflanzen, das sind die Schmetterlinge. Da gehören alle heimischen Nelkenarten dazu, da gehört der typische rote Wein dazu. Schmetterlinge haben eine Besonderheit, die können am weitesten von allen Insekten in den Rotbereich reinschauen, daher ist dieses Magenta eine relativ häufige Farbe bei dem Blütenbesucher. Tagfalter können aber kein UV-Licht sehen. Ja, also daher fehlen auch hier die UV-Markierungen. Und da ist auch ein geringer Blauanteil, der im roten Leim drinnen ist, reicht. Sommerflieder typisch, Mondviole, auch Nachtviolen sind gute Falterblumen. Oder hier im Herbst die Ceratostigma, die Saumnadel. Auch das hier typische Falterblumen, Goldlack, auch unter den Balkonblumen. Ja. Bienenblumen sind sehr häufig zygomorph, also nur eine Symmetrieebene, typisch Eisenhut, der ist für Hummeln gedacht, die sind sehr wählerisch, also da wird auf die richtige Größe durch die Pflanze selektiert. Ja. Also das ist für Hummeln, weil Holzbienen gibt es in den Bergen nicht, oder hier Katalpa, der Trompetenbaum. Und etwas ist auch sehr typisch. Viele Bienenblumen sind in Teilen farbwechselnd. Gelb heißt, wie bei der Ampel grün, da gibt es Futter. Und rot heißt, ich bin schon bestäubt.
Das gleiche Muster findet man auch bei der Rostkastanie zum Beispiel. Es gibt, wenn Sie nächste Woche, sich das auf der Homepage anschauen, es sind Links dabei und es gibt auch einen Text dazu und da können Sie dann auf Videos klicken, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht zeigen kann. Ich möchte da noch nur kurz zeigen, wie der Umfärbung ganz typisch, nicht alle Bienenblumen sind zygomorph. Es gibt viele heimische Bienenarten, die ausschließlich an Glockenblumen sammeln. Ja? Da wieder maskierte Blüten, eine südafrikanische Art auch. Da gibt es gerade eben eher symmetrische. Vorsicht, streukegelförmige Blumen werden zwar, der Borage ist eine große Ausnahme, der hat noch Nektar. Das sind üblicherweise reine Pollenblumen. Der Schmetterling bestäubt den Borage nicht. Streukegelblumen sind ausschließlich durch Hummeln bestäubbar, weil die müssen in einer gewissen Frequenz vibrieren. Ja, das können in Europa nur Hummeln. Dann wird der Pollen ausgestreut. Da gibt es auch, man kann das übrigens mit einer 440 Hertz Stimmgabel auch erreichen, zwischen 400 und 500 Hertz. Hertz muss das sein, ich kann mit der Stimmgabel drangehen, auch da gibt es ein Video dazu, dass Sie sich dann anschauen können. Umlaufblumen, auch Bienenblumen, das sind Blumen, wo auch die Honigbiene auf jeden Fall bestäubt, die müssen da rundherum, so wie es das bei den Obstbaumblüten machen, die Griffel biegen sich schön nach außen, wenn es so weit ist, man sieht das auch schön, die sind auch sehr großenabhängig, also die Passionsblume kann in Europa von einer einzigen Bienengattung, nämlich von den Holzbienen, von den großen, überhaupt bestäubt werden. Alle anderen sind dazu nicht in der Lage, Hummeln gehen nicht drauf. Ja? Also das ist auch sehr, sehr spannend. Dann gibt es noch so Bösewichte im Pflanzenreich, wie die heimische Zwergschwertlilie, die als einzige Schwertlilie keine Nektar produziert. Wie macht ihr das, dass sie trotzdem bestäubt wird? Es gibt unterschiedliche Blütenfarben, es gibt unterschiedliche Duftnoten und die Bienen gneißen das nicht, dass das dieselbe Pflanze ist. Bei den Balkonblumen noch wichtig, es gibt auch Pflanzen, die keinen Nektar, sondern Öl produzieren. Es gibt zwar zwei heimische Bienenarten, die mit Öl was anfangen können, aber ausschließlich von der heimischen, einzigen heimischen Art, die das kann, vom Gilt-Weiderich. Diese Elfenhörnchen, da gibt es für jede Art gibt es in Südafrika eine spezialisierte Bienenart, die als ausschließlicher Bestäuber da ist. Ja. Kartoffelblumen, man muss uns nicht glauben, dass das für irgendwas bei uns nützlich ist. Ebenfalls Vogelblumen, ich zeige da nur ein paar, gehe schnell durch, die im typischen Rot, wobei es da Ausnahmen gibt, bei der Goldmelisse ist es so, dass alle bei uns ja Hybriden sind aus ist die Losa und die Dümer, das heißt, ein gewisser Blauanteil ist in der Blüte dabei. Aber Montbretien, Lobelienrote, auch die Salbe, der Feuersalbe, nicht brauchbar. Cuphea wieder, dann noch ein bisschen was, da gibt es noch mehr bei den Zimmerpflanzen. Die sind oft deutlich rot, weil die Vögel das gut sehen. Nachtfalterblumen, da gibt es oft welche wie die Bartnelke oder das Seifenkraut, die Bart- und Nachtblüher sind, also die beide für Falter sind, aber oft lang, für langrüsselige Tiere stark duftend. Und auch da kann man sich allerdings täuschen. Die Lilien, alle Lilienarten weltweit sind Nachtfalterblumen. Und noch was gibt es, nämlich Fledermausblumen. Kann man mit Nachtschwärmerblumen verwechseln, sind aber viel größer, bringen in der heimischen Tierwelt auch kaum etwas. Die Cuphea wird zum Teil von Hummeln angeflogen. Ja. So, ich zeige noch, wenn wir mit der Zeit knapp sind, zum Schluss zwei Arten. Fliegenblumen. Fliegenblumen sind meistens in gewissem Maß Täuschblumen. Das heißt, der Fliege wird vorgetäuscht, da gibt es ein Substrat, wo man Eier legen kann. Also es sind keine Nahrungstäuschblumen. Das ist aber nicht da. Oft ist dann eh was da, was am Leben bleiben, weil die müssen ja fit sein und zur nächsten Blüte.
Und da gibt es auch relativ unspezifische, wie hier das normale Pfaffenkapperl. Da können Käfer und Fliegen hinkommen und dann gibt es sehr spezifische, die haben so, das ist das, der Warzenspindelstrauch, der heimische, also die zweite heimische, also von drei heimischen Pfaffenkapperlarten, die zweite sozusagen, die im Osten Niederösterreichs durchaus recht häufig ist und die hat so fleischfarbene, ganz wirklich glatt spiegelförmige Blüten. Solche glatten Blüten werden ausschließlich von Fliegen bestäubt. Und da gibt es noch was, es gibt auch, also alles, was so wirklich ganz flach ist, sind Fliegenblumen. Auch wenn es blau ist, wie der persische Ehrenpreis. Der persische Ehrenpreis wird hauptsächlich von Wollschwebern und von Schwebfliegen bestäubt. Das heißt, der ist eigentlich ein super Unkraut, weil der lockt uns unsere Nützlinge an, die dann die Blattläuse fressen. So. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, es war ein interessanter Kurzstreifzug durch die Bestäubungsbiologie.